Witamy, ważni gości z Polski. Zwei Flugzeuge Z-50LX der Gruppe Żelazny. Einer Formation, die sich mit dem Kunstflug in der Republik Polen beschäftigt, sind hier am Start. Diese tschechischen Flugzeuge wurden Anfang der 70er Jahre entwickelt und haben zur damaligen Zeit einen Meilenstein des tschechischen und slowakischen Flugzeugbaus, damals gab es ja noch die CSSR, gebildet. Sie fliegen immer noch in Formationen wie zum Beispiel dem Red Bull Aerobatic Team, der früheren Skybox und auch bei den Żelazny. Eigentlich haben wir hier noch jemand erwartet von der Gruppe Żelazny, aber wir müssen das jetzt selbst machen. German just running in towards us in mirror formation, a pair of Zlin-50LS aerobatic competition standard aircraft. These are from the Żelazny group, normally consisting of four aircraft. In addition to the two Zlin-50s, there's a Zlin-526 towing aircraft which tows a Skyfox fully aerobatic glider through the middle of their formation display. Wie Tim gerade sagt, fliegt die Gruppe Żelazny auch in einer Viererformation, so haben wir sie gestern gesehen. Zusätzlich flogen da eine Zlin-526F, das ist die doppelsitzige Version der Zlin-526AFS. Und diese hat einen Skyfox, ein Segelkunstflugflugzeug, hinter sich hergezogen, auf Höhe geschleppt. Sehr interessanter Start dieser Viererformation an einem nur 15 Meter langen Seil. In der Diamond Position hing da das Skyfox dahinter. Dann haben die beiden Z50LX ihr Individualprogramm durchgeführt in der Zeit, wo die Skyfox auf Höhe gebracht wurde. Und wir erlebten dann einen sehr schönen kombinierten, muss man ja sagen, Segelkunstflug und Kunstflug, denn auch die Z50LX hat sich dort noch mit eingemischt. Z50LX ist ausgestattet. Pulling up to perform a maneuver with love from the Żelazny group to everybody here at ELA 2012 as they show the tremendous vertical power of these aircraft here. There's not many competition aircraft that can perform a vertical split S and then pull up into a stall turn, particularly as they were doing two rolling crosses on the end of the half loops as well. Very impressive aircraft this. Die beiden Piloten von der Gruppe Żelazny bringen ihre Z50 jetzt an. Formationsflug zeichnet sich ja nicht nur dadurch aus, dass man in geringen Abstand und Zwischenraum zum vorangehenden Flugzeug fliegt, sondern auch, wenn man sich von ihm entfernt, seine Manöver so aufbaut, dass man möglichst schnell wieder seinen Platz in der Formation einnehmen kann. Der bekannte Spiegelflug, Abstand zwischen den Seitenleitwerken zwischen 3 und 5 Metern. Is now in mirror formation, separated by only 2, maybe 3 meters. Remarkably close formation flying all the way through this display, and some very close crosses as well.
Yeah.